kann man so gut eskalieren. Police Academy. In this nation, including me, think the law should be changed. If the people of Petria want Tyrak to be our president indefinitely, who are lawmakers to stand in our way? You're absolutely right, Minister. If that's what the people want, then... Ach, halt doch die Klappe. Ich mach lieber Musik an. Ist ja langweilig mit euch. Und mit euch. Nee, Conny will die nicht hören. Das macht mich traurig. Komm, wir hören Nighthope. Wir können schnell fahren. Erstmal gucke ich. Alles noch gut. Tank ist wenigstens drin. Kann ich hupen? Wenn ich nicht hupen kann, ist so traurig. Oh, Alex on the road. Alex war in dem Wagen. Das ist auch die Musik, die wir irgendwann gehört hatten, oder? Ich glaube, ja. Fahrzeugpapiere. Haben wir von irgendeiner Oma das Fahrzeug geklaut? Oh Gott, wir werden bestimmt aufgehalten von... Oh, wir werden bestimmt von Fanny aufgehalten. Und dann müssen wir sie überreden, uns gehen zu lassen. Mit unserem komischen Fahrzeugpapier. Außerdem wieder schon dieser ekelhafte alte Soda mal wieder. Richtig widerlich. Schön aufgewärmt. Durchgeschüttelt. Irgendwann sterben wir nochmal an Lebensmittelvergiftungen. Ja, jetzt kommt Fanny. Und wir haben die Fahrzeugpapiere mit einem Bild von einer alten Frau. Wir hätten nicht schnell fahren sollen. Da ist sie! Fanny! Oh, ich hoffe, wir können sie wieder zum Ausrasten bringen. Hallo, Officer. Guten Tag. Any idea how fast you are going? I'm gonna need your license and registration. Alles klar, machen wir. Also, natürlich. That's good. Real good. Du hast auch ein Problem, oder? Ich komm, ich geb dir das. Ich habe die schon rausgenommen. Warte mal, erstmal bist du oft... Oh, Moment. Wir fragen sie über die Wahlen. Vielleicht regt sie das wieder auf. Of course I have thoughts. Was denn zum Beispiel? Na komm, sagen sie es mir. Ha, nice try. Ach, komm schon, rede. Mögen sie Senatorin Flores? Your preferred candidate's been noted, kid. Now, like I asked, your license. Die ist so auf 180 so schnell, ne? Ah nein, komm, wir müssen es geben. Schade, ich dachte, wir können sie ein bisschen mehr aufregen. Elaine Winterbottom. Really? Ja, das ist meine Mutter. Ich war eben erst beim Friseur. Don't lie to me, kid. Ich war beim Friseur? Ich sehe aus wie diese alte Frau. Ich bin Elaine. You're in hot water. Können wir aussteigen und in die Wüste laufen? Können wir ihr irgendwas über den Kopf hauen und dann abhauen? Central, we got a situation oh. Here. Was war das denn bitte? Was willst du jetzt, dass ich fahre, um die zu holen? Hä? Tatsächlich? Oh mein Gott, ich muss fahren. Kann ich, was passiert, wenn ich in ein Auto reinfahre? Was glaubt ihr? Das müssen wir probieren, komm schon. Oh, wir haben das Auto rausgerammt. Okay, Entschuldige, wir haben ein Autoleben. Oh, bumm. Wie dämlich ist das denn? Wir können die Autos einfach weg und warum sind hier so plötzlich so viele Autos? Vorher war ja kein einziges. Und jetzt stehen die ja alle. Kann ich hupen? Ich würde gerne hupen. Oh, ich würde so gerne noch ein Auto rammen. Oh, wir rammen gleich den Van hier und Bus rammen. Ach wie, das ist kein Spiel. Ich dachte schon. Aber wir hatten ja schon vorher festgestellt, dass Spiele sich niemals ausbreiten werden. Genauso wenig wie PCs. Ich finde es aber super, dass die halt voll in die Wüste geschleudert werden, die Autos. Und wir haben so gar kein Problem. Alles easy, gar keine Störung hier. Ich würde auch gerne mit dir reden dabei. Oh mein Gott, wir haben den fetten LKW weggestoßen. War da gerade ein Alien an der Straßenseite? Oder war das ein Kaktus? Was habe ich denn da kurz gesehen? Wie lange muss ich denn jetzt fahren? Madame, das fällt mir ziemlich schwer. Nicht das Fahren an sich, aber zu verzichten, irgendwo gegen zu rammen. Ich würde so gerne gegen rammen. Sie irgendwie ihr Handzeichen nehmen und kannst du auch ein Handzeichen so machen, das lenkt mich ab. Aber ich finde es schön, dass wir. Die mochte uns eben nicht, ja? Und jetzt will sie plötzlich Verfolgungsjagd hier. Beverly Hills Cops oder so. Wo sind die? Ach da! Wer ist das überhaupt? Boah, voll reinrahmen, komm schon. Oh mein Gott. Wer. Oh na. Oh, habt ihr das gesehen? War das der Typ? War das der Psycho? Wie hieß er noch? Ich glaube, das war der Psycho. Wer sind diese Typen? Was, komm schon, sie wollen wirklich nicht übers... Ach, aber, ich kann nicht fragen.
What was I thinking? You should go, before other cops get here. Hey, man, dürfen wir abhauen? Das ist ein Scherz, oder? Auf keinen Fall! Nein! Tschüss! Warte, ich fahr wirklich? Nein, ich will nicht fahren, ich will gucken. Jetzt haben wir die Frau zurückgelassen, ohne Auto, in der Wildnis mit irgendeinem Psychopathen. Das war hundertprozentig der Psychopath, die Fanny ist bestimmt tot. Naja, egal, wird Zeit für Musik. Als ob nie was passiert wäre. Vielleicht ist sie tot, vielleicht auch nicht. Wir haben einen Pass erlangt. Haben wir jetzt den Ausweis von der Polizistin? Was war das denn? Warum hat es gerade gepiept? Also es war hundertprozentig dieser komische Psychopath, der uns umbringen wollte. Da bin ich mir sicher. Der wird uns nochmal umbringen. In einem von diesen Leben werden wir sterben. Und dass wir Fanny zurückgelassen haben, ach. Schade, dass wir sie nicht so zum Ausrasten bringen konnten wie letztes Mal. Aber immerhin, das ist ein Trost, dass sie jetzt da ist und wahrscheinlich abgeknallt wird, die Frau. Oh mein Gott, ey. Dieses Spiel. 1680 Kilometer zur Grenze. So, Fanny haben wir wenigstens mal 38%. Wenn wir Episode 3 spielen, kommen wir vielleicht mal bei irgendwem auf 100. Genau, Jared hieß er. Das war doch sicherlich Jared in dem Auto. Also ist Fanny jetzt bei einem Psychopathen, der ihn umbringen möchte. Mit Feuer. Juni 25, 1996. Wir sind in einem Diner. Wir treffen hier doch bestimmt Stan und Mitch, oder? Das sieht aus wie das Diner in dem Intro. Aber erstmal, sehr schön hier alles. Da hinten würde ich gerne hingehen. Vielleicht können wir ja einen ehrlichen Job finden. Statt abzuhauen. Obwohl, das wäre langweilig, oder? Ja, nee, das machen wir nicht. Wohnwagen? Oh, den würde ich gerne haben. Steht da? 1204 AB. Verdammt, ich würde da gerne drin fahren. Ey, dich kenne ich doch. Du warst doch schon mal bei dem Wohnwagenviertel gewesen. Tja, kannst Gras fressen. Ich kümmere mich nicht um dich, um deine Finanzen. Weißt du, das halte ich davon. Siehst du, ich male es direkt neben dir an, weil mir deine Meinung nicht wichtig ist. Okay, es war ein bisschen fies. Tut mir leid. Ich gehe trotzdem weiter. Du kannst ja Kaktus trinken, wenn es sein muss. Und hier könnte man reinbeißen, oder? Wenn ich gegenlaufe, passiert leider nichts. Da leuchtet was. Was ist das? Ich will das sehen. Ach so, das ist ein Bett, wo wir schlafen können. Könnten. Das ist ein kaputtes Bett. Wo wir wahrscheinlich nicht schlafen dürfen. Oh, da ist ein Code, den man eingeben muss. Wie sind solche Markierungen nicht immer von Gangs oder sowas? Oder von Leuten, die Raubzüge machen? So als Markierung von wegen das Haus nicht, das Haus ja? Dann passiert hier. Dann kommen bestimmt Stan und Mitch noch. Ich bin mir sicher, die kommen hierher. Oh, ich freue mich wieder auf die. Die waren super. Die haben uns nichts getan, die haben uns mit einbezogen und sie haben uns das Geld gelassen, was wir wollten. Oh, ich glaube, Flores wird hier gehasst. Das Gute ist, wir hassen beide gleichermaßen. Ach, Belohnung braucht man nicht. Guck mal, diesmal darf sie das Poster da hängen. Das ist ein Standpunkt. Oh, die Toiletten. Oh, wir gehen natürlich auf die Männertoilette, ne? Warum ist das Toilettenpapier rosa? Oh. Wir haben die Kreditkarte gefunden. 72279. Wir haben die Kreditkarte. Ja. Endlich haben wir mal eine. Wir wollten die ganze Zeit eine haben. Ich hoffe, wir kommen da mal zum Festival. Oh. Was denn 10? Ach, 10 geht einfach so. Können wir durch den immer wieder 10 abziehen? Oder geht das nicht? Ach, können wir nicht mehr benutzen. Schade, ich hätte mehr nehmen sollen. Ich dachte, wir können es aber auch öfters benutzen hintereinander. So, Frau und Mann macht so gar keinen Unterschied. Ach, alte Fritten. Die ich nicht essen darf. Ist schon gemein. Darf wieder Sonja. Ich bin froh, dass sie lebt. Ich dachte wirklich, die ist tot, die Frau. Die war einfach weg das letzte Mal. Guten Tag, Sir. Mann, du kommst mir auch ziemlich bekannt vor. Sieht aus wie der typische Veteranvater, also der Veteranstiefvater in amerikanischen Shows. Hast du ein bisschen Kleingeld? Ach, Niederlage. Greg, I know we're all Brigades here, but this teen is bothering me. Ah, das sind Brigades hier? Oh, danke. Aber, ich meine, danke für die Info, aber du kannst mich mal. Mein Gott, ich habe dich doch nicht genervt, nur weil ich einmal gefragt habe. CNRC, run.
Got it? Okay. A cop working road control. You didn't know that? Nein. Man, you don't stand a chance. Oh. Lass mir doch die Hoffnung. Ich habe immer die 1% Hoffnung. Hey, hast du Geld? Er hat Geld. I look like a slot machine to you. Aber du gibst mir ein bisschen was. Dankeschön. Kann ich die Reste von deinem Teller lecken? Ich bin ziemlich hungrig. Und das sah aus wie irgendeine Käsesoße, also. Auch wenn es aussieht wie ein Kunstwerk, was du da hinterlassen hast. Alex, du bist hier. Pong. Ich liebe Pong, wie auch immer man das ausspricht. Pong. Me too. But only one of us can win, yo. The other must be sacrificed to the gods of Pong. Hast du Lust zu spielen? Wir dürfen tatsächlich spielen, nice. Ach Gott. Ich mach dich fertig, wie schon mal. Und du bezahlst, danke. Oh, das war Pong. Ich hasse das. Oh, es ist das Wundervollste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch nie irgendwas anderes in meinem Leben gesehen. Ich war nur in meinem Zimmer. Habe die Natur gesehen. Oh mein Gott, es wird immer schneller. Ah! Ach, Reaktionszeit von der Oma. Ey. Okay, das war nur eine Aufwärmrunde, ja? Nochmal kriegst du das nicht hin. Absolut nicht. Ich habe dir nur ein bisschen Chancen gelassen, weil du ein Kind bist, ja? Da muss man, bevor du weinst, weißt du, bevor du schon wieder weinst, da muss man so ein bisschen nachhelfen. Na komm schon. Es wird immer schneller! Hör auf, schnell zu sein! Oh mein Gott. Okay, wir machen das. Komm, das war doch perfekt. Das war so gut. Ja, ja! Ja, siehst du, Kind. Eben war nur Aufwärmrunde. Du kannst mich mal... Na komm. Wir machen ihn fertig. Ah, ja! Oh, oh, Kind, siehst du mal? Ey, ich meine Homegirl, siehst du, wie schlecht du bist? Boah, ich hasse dieses Wort so sehr. Na los. Zieh dran vorbei. Komm schon, zieh dran vorbei. Zieh vorbei. Ey. Ah, siehst du mal, ich hab gewonnen. Tja, schlecht. Heul doch wieder, Kind. Heul doch. Ich will's sehen. Oh, ich trinke was. Danke für die Bezahlung. Tja, was soll ich sagen? Ich bin halt ein Profi. Defeat's hard to swallow. Luckily, burgers aren't. I made games, by the way. Me and a chill kid who gave me a ride made furious tanks. Ein cooler Junge. Ich verstehe es nicht. Vorher waren wir ein Mädchen doch, oder nicht? Jetzt sind wir plötzlich wieder ein Junge. Was waren wir denn? Egal, mit wem wir reden, die sagen was anderes. Nenn es doch einfach ein Fabelwesen zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nämlich nicht, was wir sind. Das wird uns nie gesagt. Das sagt mir was. Ja, das sagt mir total was. Echt? Cool. Oh, wie wär's mit Rache? Lass uns hacken. Dann kriegen wir Geld von denen. Hm, so, Hackerkünste? Hm? Schade, können wir nicht. Wie kommt man am besten darum herum? Ja, ich hab 29. Jetzt, Psycho-Taxifahrer ist bestimmt... Den Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Verdammt, wieso vergesse ich ihn dauernd? Conrad? Das ist nicht Conrad, absolut nicht. Conrad ist ein schwachsinniger Name für einen Serienmörder. Vielleicht ist er darauf aus, Tyrek zu töten. Wenn er mich über die Grenze bringt, macht es mir nichts aus. Nein, komm, das macht mir was aus. Ich will nicht mit diesem Typen mehr was machen. Der macht mir Angst. Oh mein Gott, holen wir uns doch das Geld? Hacken wir? Ich würde so gerne seinen Rucksack klauen. Ich will auch so einen Rucksack haben, der so cool aussieht. Als ob der ein Gesicht hätte. Ach, Musik. Lose. Na komm. Oh mein Gott, wie viel habe ich gewonnen? 20. Okay, Kind, du musst mal ganz kurz warten. Ich bin gerade beschäftigt. Oh, ich habe verloren. Aber ich muss noch 4 bezahlen. Ich kann aber 20 gewinnen. Oh Gott, komm schon. Gewinnen. Nein, wieso? Komm schon. Nein, wieso? Komm schon, mein Geld. Ah, ja, okay, hat sich gelohnt. Puh, ich bin wieder da, wo ich gestartet habe. Ja, nach dem Win. Können wir das die ganze Zeit machen? Dann kommen wir locker über die Grenze. Ah, nein. Nein. Du musst gewinnen, bitte. Wir müssen über die Grenze. Lieber Gott, wenn du da bist. Ja, danke schön.
Und jetzt nicht nur Gott, sondern Satan, wenn du auch existierst. Bitte, 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 bitte. Ah, Satan war nicht auf unserer Seite. Nur Gott war auf unserer Seite. Komm, wir probieren nochmal einen Stern. Ah, der Stern hat uns gewonnen. Komm schon nochmal. Ich verstehe es nicht. Ich dachte, das sieht auch aus wie ein Win. Wie ein Win, wie ein Win. Und? Verdammt. Warte, ich hab gewonnen? Ach, einen. Okay. Verdammt. Guck mal, deswegen sollte man Tarek schon nicht wählen. Der Typ, man kriegt nur Verliererlose bei ihm. Nichts Besseres. Guck mal, ich hab gewonnen, aber einen. Nur einen. Guck mal, der Typ zockt einen ab. Hundertprozentig zockt er einen ab. Was ist das? Das macht er doch mit Absicht. Das macht er sowas von mir. Ich sehe das nicht ein. Ich will wenigstens einen Win hier rausbekommen. Ich will einen Win hier rausbekommen. Oh, wir haben einen Win rausbekommen. 30. Ja. Komm schon, noch ein Win. Komm schon. Tyrek, komm schon. Ach, weißt du, ich war so kurz davor, doch für dich zu wählen. Ah, du hast deine Chance versammelt. Jetzt hast du einen Wähler verloren. Sehe ich gar nicht ein. Wir werden jetzt alle von diesen Losen aufmachen. Jeder einzelne davon. Wir haben verloren. Wir haben eben gewonnen. Wir haben verloren. Komm schon. Wir haben verloren. Komm schon. Verloren. Komm schon. Ah, einmal gewonnen noch. Danke. Ich meine, im Gesamten haben wir Plus gemacht. Das ist alles, was zählt. Und ich habe den Jungen verloren. Ist der rausgegangen? Oh, hast du mich erschrocken. Ja, ich wusste es. Du hilfst mir mit Einbruch. Geil. Es ist stehlen, aber auch nicht wirklich. Hör auf mich, Homegirl zu nennen, sonst zocke ich dich auch ab. Ich werf dich gleich in den Busch. Kannst du es öffnen? I made some sexy digicode tech. One day, scientists gonna study my brain. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Sehr gut. Ich mach mal lieber die Tür zu. Oh, hat sie schon automatisch. Oh, warte mal, ist zugefallen. Oh. Es gibt nichts zu fürchten, außer die Angst selbst. Ich meine, zur Not können wir uns da drin verstecken. Noch ein Autoschlüssel. Dankeschön. Was steht da? Patreon Zeitung, 12. Dezember. Nation auf dem Weg der Heilung. 3 Monate nach dem Feigenanschlag erholt sich Nation. Bla 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 bla. Das wollen wir alles gar nicht wissen. Uninteressant. Wie wär's mit hier? Anführer der Brigaden auf freiem Fuß. Ich wollte sagen, sieht der Typ aus wie der aus dem Taxi? Ich glaube aber nicht. Lesen ist toll, aber muss das jetzt sein? Oh, das wollte ich gar nicht. Steht ein Code. 2672. Habt ihr das gesehen? 2672. Das war falsch. Aber da stand doch hinten Code drauf. Warte mal. Dein Hacking-Apparat, bitte hör auf, über deine Eltern nachzudenken. Die sind sowieso mausetot. Dann nimm ihn doch einfach mit! Warte, er hat mir das gegeben. Nevermind. Nice. Wir hacken's. Dankeschön. Money, money, money. I got love in my tummy. Die bewahren ganz schön wenig im Tresor auf, muss ich sagen. Nur 60? Oh mein Gott, er kommt. Kann ich mich da drin verstecken? Oh Gott, ich verstecke mich hier hin. Aber das Ding ist jetzt grün. Das wird er doch merken. Okay, ich bin ruhig. Psst. Oh mein Gott, ich hätte die Autoschlüssel nicht klauen sollen, oder? Wenn er das merkt. Al, have you been in the back room lately? Looks different, like someone's been back here. Yeah, I'll check. Just give me a second. Oh mein Gott, er wird den Tresor checken. Bad news. It's empty. Okay, I'll sit tight. Uh-huh. Okay, bye. Oh no, 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 no! Hey, who's in there? Warum hast du Nein geschrien? Bist du wahnsinnig? Komm, lass das Kind zurück, das braucht sowieso niemand. Warte, ich bin nicht das Kind, was zurückgelassen werden sollte. Lass mich hier raus. Alex! Warte, du willst mir echt helfen? Ich glaube, ich habe ihn bezahlt. Hä, der lässt mich gehen? Hä? Ich verstehe das nicht. Das Dreckskind, weißt du, wenn ich das nochmal sehe. Das nächste Mal verrate ich das. Wo ist der Penner? Dieses verdammte Kind. Frag mich aber, warum wir rausgelassen wurden. Ich bin sehr überfragt. Und ich möchte ganz ehrlich trampen. Ich möchte sehen, wer uns mitnimmt. Weil ich habe das nicht... Dieses Zeichen ist süß.
Ich habe nicht das Gefühl, dass wenn wir ein Auto nehmen, dass wir Leute mitnehmen.